entgeht einfach nichts. Nimmer lachen, wenn's dunkel ist. Wir warten es wieder. Der Fuchs. Ja, beim ersten Mal, gell? Nicht nur eine halbe Stunde nachlachen. Okay. Wenn's dunkel ist, hörst du auch auf. Schließlich ist dieses Theater sein Leben. Ohne Heinz Redmann gäbe es das Theater für Kinder gar nicht. Die letzte Probe, die Generalprobe von Petterson feiert Weihnachten. Eines von etlichen Stücken, das in dieser Zeit Premiere hat. Um Weihnachten herum herrscht im Theater immer Hochbetrieb. Ja, es muss halt für jedes Kind, für jede Altersgruppe müssen halt 3 Stücke zur Auswahl sein. Das ist das Mindeste. Es kommt dann Ende Januar kommen dann die Weihnachtsstücke weg und dann kommt Pippi Langstrumpf und die Zauberflöte und Ronja die Räubertochter. Vor 50 Jahren hat er angefangen. Damals war sein Dackel Gugi immer mit dabei. Auf Rosen gebettet war Heinz Redmann aber nie. Bis vor 2 Jahren, als aus dem Privattheater eine GmbH wurde. 48 Jahre Katastrophen. Schlaflose Nächte. Ja. Ja, glaube ich. Ja. Es gab Zeiten hier bei der Beleuchtung, wenn ich am 1. September angefangen habe und habe den Ton selber gefahren für die Probe, da standen 3 Gerichtsvollzieher hinter mir, die dauernd Geld haben wollten. Und so ging das Jahr für Jahr. War der ganze Sommer, der Juli, gell, da war nichts los, gell, und Juni auch nicht. Und dann haben wir halt, und dann kamen sie gleich am ersten Tag durch. Das war, oh Gott, da bin ich ausgeflippt. Aber die tun auch nur ihre Pflicht. Und so hast es. So ging es über 48 Jahre lang, immer wieder. Seit 2 Jahren läuft es besser. Das Theater ist eine gemeinnützige GmbH. Heutzutage spielen sich die Katastrophen nur noch auf der Bühne ab und gehören zur Dramaturgie. Generationen von Kindern hat diese Bühne fasziniert. Viele sind diesem Münchner Theater oft über Jahre treu geblieben. Wir haben auch sehr viel Hilfe gehabt von der Öffentlichkeit, muss ich sagen. Gell? Muss man einmal zumachen, weil das Haus renoviert werden musste. Hat schon 30 Jahre, haben wir schon gespielt, oder 25 Jahre und alles, die Garderoben, alles war Beleuchtung, alles war halt im Eimer, gell. Und da haben wir einen Aufruf gehabt und haben wir innerhalb, naja, von der kurzen Zeit doch fast 400.000 zusammengebracht. Dieses Haus, Baujahr 1915, war jahrzehntelang ein Kino, das sich ein Kupferschmiedemeister anstelle seiner Werkstatt auf seine alten Tage hier baute. Wie schön, dass es über 100 Jahre ein Musentempel geblieben ist. Das ist jetzt der kleinste Raum vom Theater, oder? Das ist der kleinste Raum vom Theater, ja. Und Sie haben mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun, ne? Täglich. Und je mehr Leute, umso schöner ist es. Münchner Theater für Kinder, grüß Gott. Was wäre diese Welt der Illusionen ohne die Maske? Elke Gassner brennt für Petterson einen Bart. Ganz offensichtlich ein mühseliges Unterfangen. Dann muss man die eben nach jeder Vorstellung wieder reinigen, brennen, bisschen mit Frisiercreme machen, sodass sie lange halten. Bei uns müssen die sehr lange halten, im Kindertheater, also mehrere Jahre. Und deshalb müssen die immer super gepflegt werden. In etwa einer Stunde beginnt die Vorstellung. Die Premiere von Petterson feiert Weihnachten. Von Lampenfieber ist hier aber rein gar nichts zu spüren. Also, das ist die 6. Premiere in kurzer Zeit. Also es geht, also ich sag mal so, kurz vorher, vor dem Auftritt ist es auf jeden Fall so ein bisschen nervös, ja. Aber jetzt vorher nicht sonderlich. Und das hier ist immer so nett. Seit kurzer Zeit. Seit kurzer Zeit, ganz kurzen halt. Ja schon. Es ist schon wie eine große Familie. Und von Waltraud Borchmann, die vor 25 Jahren hier anfing, bekommt jeder Kollege und jede Kollegin vor der Premiere immer eine Kleinigkeit. Währenddessen wird aus Maria Messner in der Maske Kater Findus. Damit Maria sich später auch selber schminken kann, erklärt ihr Elke Gassner, wie es geht. Und jetzt kommt das Schwierige, weil jetzt müssen wir die Umrandung machen. Ja, okay. Und jetzt kommt der kleine Mund dazu. So.
Maria Messner ist seit September hier. Davor hat sie am Mozarteum in Salzburg Musik und Tanz studiert. Ihr Kollege Nader Iranpour Astor dagegen hat bereits Jahrzehnte am Theater für Kinder gespielt. Ist eigentlich schon im Ruhestand. Und verwandelt sich doch mal wieder in Petterson. Es ist gar nicht so leicht, für diese ziemlich große Rolle den richtigen zu finden. Ein völlig anderer Mensch. Die alte Weste. Jetzt nur noch die Latzhose. Alles muss stimmen, um Kinder in diese Welt auf der Bühne mitzunehmen. Bei Kindern ist es leichter, weil die kann man sofort mit in diese Welt ziehen, in diese Theaterwelt. Und die sind sofort dabei und die sind dann auch gar nicht mehr rauszubringen. Und genau, und das macht auch richtig Spaß, das zu sehen. Zwei, drei. Es wird ja auch nicht mit spektakulären Effekten gespart. Ist es nicht erstaunlich, dass diese Gameboy- und Computergeneration Feuer und Flamme ist, wenn sich auf der Bühne was tut? Wenn Marc Plewe als Fuchs Prügel kriegt. Und was gefällt einem Dreikäsehoch davon am besten? Fuchs. Der Fuchs. Warum? Weil der Wolke des Hubraten. So was gefällt dir? Ist ein sehr dankbares und ehrliches Publikum, ja. Sehr direkt. Aber auch kritisch? Absolut, absolut. Wenn es dir nicht gefällt, dann merkt man das auf jeden Fall. Und jetzt ist Schluss! Ja, von wegen. Schluss ist noch lange nicht. Jeden Tag stehen zwei Stücke auf dem Spielplan. Maria Messner verwandelt sich gerade in das kleine Gespenst und checkt noch mal ihre Waffen. Schließlich darf es auf der Bühne keine Pannen geben. Geladen. Wer am Theater für Kinder Schauspieler ist, der sollte das frühe Aufstehen mögen. Denn die Vormittagsvorstellung beginnt meistens schon um 9. Und am Nachmittag um 3 gibt's dann noch eine. Und viel Text müssen sie alle lernen, weil sie ja in etlichen Stücken spielen. In 2 Tagen hat man dann 4 verschiedene Stücke am Wochenende. Aber es ist eine super Herausforderung, also und schön. Es macht halt sehr viel Spaß. Ich glaube, so viel wie hier irgendwie zu spielen, ist selten. Also so viel Verschiedenes und so vielseitig. Das kleine Gespenst von Ottfried Preußler ist schon ein richtiger Bühnenklassiker geworden. Genauso wie Hans-Christian Andersens kleine Meerjungfrau oder Tischlein deck dich. Sie locken immer noch Scharen von kleinen Zuschauern an. Ich bin der Tollste! Ich bin der Grausamste! Etwas Besonderes ist in diesem Theater. Vielleicht sind es die vielen begeisterten Kinder. Vielleicht ist es aber auch der Esprit eines Heinz Redmann, der dieses Haus seit 50 Jahren am Leben hält und so vielen jungen Schauspielern ihre ersten Engagements gibt. Das letztes Jahr war sehr gut, auch dieses Jahr sind es noch besser. Also ich muss sagen, die Zeiten hat sich ein bisschen geändert. Die war eigentlich immer besser. Gell? War vor 10, 12, 15 Jahren war es so schwieriger. Gell? Aber so seit 4, 5 Jahren werden die Schauspieler schon immer besser, sehr gut. Und dafür gibt's jedes Mal am Ende ganz viel Applaus.